war mein Deutschlehrer. Und er hat entdeckt, dass ich singen konnte. Und er hat mich aus dieser Klasse herausgeschleppt, komm mal mit. Und dann musste ich singen mit dem Weihnachtsessen, dem Weihnachtsfest. Hat er mich auf den Stuhl gehoben und gesagt, sing. Und dann, das war das Beginn von Glück. Weil ich tue es noch. Ich klettere immer wieder auf einen Stuhl und ich singe. Und das ist für mich Gesundheit, Glück. Ein großes Geschenk. Dieser Mann hat das in mich mehr oder weniger geweckt. Ich war auf einer Montessori-Schule und ich habe einmal gefragt, warum ist eine Tomate rot? Und dann hat der Lehrer, der hat so blöd reagiert, hat gesagt, wieso, was soll das? Das ist Unsinn.